Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Heute gibt es mal etwas anderes und zwar dachte ich mir, naja, die Tanky Time, die gibt es nicht mehr. Was kannst du tun? Da ist mir das eingefallen, weil ich das schon einmal gemacht habe im Weihnachtsvideo. Falls man das nicht gesehen hat, Link ist in der Beschreibung, schaut mal ganz am Ende nach. Dort gibt es sowas ähnliches mit der Twins. Für die, die das kennen, hier wird ein bisschen was über Waffen und Fahruntersetzer erzählt etc. pp. Ich versuche das aber nicht in einer Art Tutorial darüber zu bringen, weil das nicht der Sinn dieses Videos ist, sondern einfach nur ein bisschen Aufzählen von Sachen und so weiter, damit man sich mal denkt, ja, der Typ hat echt keine Hobbys. Naja, wir fangen deswegen auch gleich mit Isida an. Und die Bitte ist einfach, wenn ihr sowas sehen wollt als Format, dann einfach in die Kommentare schreiben, wenn es was zum Verbessern geben sollte, was definitiv der Fall ist, dann auch in die Kommentare schreiben. Falls das gewünscht wurde bzw. wird, dann werden die nächsten Videos ausführlicher. Das dient eher so als kleines Testvideo, um mal zu schauen, wie das Ganze so ankommt. Ich würde sagen, wir fangen an, dann wisst ihr, auf was ihr euch dann demnächst einstellen könntet. Ja gut, der Anfang bitte, Newstar. Halt die Fresse und fang an. Gut. Die Isida im 0 ist ja relativ billig, oder? Klar, die im 3, ja, es geht. Aber von M0 bis M3 Plus, das heißt also total verbessert, kostet euch der Spaß 982.000 Kristalle, beziehungsweise 982.814 Kristalle, und das wären umgerechnet ohne Doppelkarte 225 Euro. Damit gehört Isida zu den billigsten Waffen, beziehungsweise ist sogar die billigste Waffe. Wow. Billig. Ja. Billig. Okay. Die Reichweite der Isida M3 Plus, das heißt also voll verbessert, beträgt 17 Meter. Ich habe einen kleinen Vergleich aufgestellt und zwar mit dem Berliner Fernsehturm. Dessen Höhe ist 368 Meter. Und wie viele Isidas braucht man? Beziehungsweise der Strahl der Isida von unten bis zur Spitze? 21,647,0588, egal, die Zahl, die seht ihr eingeblendet. So viele bräuchte man in der Theorie, um einmal den kompletten Fernsehturm zu bedecken, beziehungsweise von unten nach oben mit einem Strahl zu schießen. Ja, die Vergleiche sind sehr realistisch, mein Freund. Sehr. Ja. Das nächste Mal nehmen wir irgend so eine Scheune oder so. Kommt besser. Okay. Wir sind stolz auf dich. Danke, 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 liebe Freunde. Und ja, wenn ihr sowas sehen wollt oder ihr euch denkt, bitte, bitte, sucht ihr Hobbys, egal was, geh Blätter sammeln oder Blätter sammeln? Egal, auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann ja, schreibt es in die Kommentare, wie auch immer. Auf jeden Fall für die nächsten habe ich mehr angesetzt, weil das wiederum nur eine Art Einstiegsvideo war oder Testvideo, um mal zu schauen, wie sowas generell ankommt. Das heißt also, bei den nächsten Videos könnt ihr euch natürlich mehr Vergleiche, mehr sinnlose Sachen und andere Dinger vorstellen und ja. Ist euer Gehirn gerade auch so wie meins? Einfach nur Brei? Nein? Ja, okay. Passiert. Ja. Naja. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.